Hey Jungs, nicht so schnell. Mistkerle. Der Krieg ist vorbei. So kann ich los. Schau mal. Kommt schon. Der Krieg ist vorbei, verdammt nochmal. Er ist seit 3 Tagen vorbei. Da kann man sich so. Das könnt ihr doch nicht tun. Ich hätte nur nicht noch einen weiteren Menschen ertragen, der mir sagt, wie leid es ihm tut. Sonst ist alles okay. Deine Großmutter war alt und krank. Jetzt wird sie ihren Frieden haben. Wir alle werden sie vermissen. Ich meine, sie war immer bei uns, war immer da. Ja, das war sie. Es tut mir nur leid, dass du nie Gelegenheit hattest, deinen Großvater kennenzulernen. Er hat so wunderbar ausgesehen in seiner Uniform. Bestimmt hast du deshalb einen von der Marine geheiratet, stimmt's? Ja, vielleicht hat es etwas damit zu tun. Glaub mir, dein Vater war ein fantastischer Mann. Manchmal habe ich ihn nicht verstanden. Ich war wohl ein bisschen zu jung dafür. Ja, er war schwierig. Ich bin jedenfalls froh, dass er noch erlebt hat, dass du auf Annapolis warst und die Fahne der Navy hochgehalten hast. Wir alle waren an diesem Tag so stolz auf dich. Ich frage mich, was er dazu gesagt hätte, dass ich nach Vietnam den Dienst quittiert habe. Du hast den Dienst nicht quittiert, Zack. Du bist immer noch in der Reserve. Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen, was auch immer passiert ist. Wahrscheinlich, ja. Ich habe nie erfahren, wie Großvater gestorben ist. Das war im Zweiten Weltkrieg, richtig? Nein, nach dem Ende. Sein Flugzeug ist 3 Tage, nachdem der Krieg vorbei war, abgestürzt. Er ist niemals gefunden worden. Meine Großmutter hat all die Jahre allein gelebt. Ohne zu wissen, was mit ihm passiert ist. Sie muss eine verdammt starke Frau gewesen sein. Sie hat sich einfach geweigert zu akzeptieren, dass dein Großvater tot ist. Ich glaube, sie hat immer gehofft, dass er eines Tages durch die Tür kommen würde. Sie hat alle Briefe aufgehoben, die Dad ihr geschrieben hat und auch was in der Zeitung über ihn stand. Sie wollte, dass du das alles bekommst. Welch Ironie des Schicksals. Er hatte 4 Jahre in der Hölle überstanden und dann ist er einfach verschwunden. Muromachi-Periode. Japanische Schwerter.
Geschichte und Design. Benoist, bitte. Commander Connors? Ja? Chief? Sie sind sehr pünktlich, Sir. Darf ich Sie hier entlang bitten? Ich habe alle Dokumente herausgesucht. Deswegen bevorzuge ich weibliche Sekretäre. Sie sind effizienter. Die Bezeichnung hat sich geändert, Sir. Wir werden nicht mehr Sekretär genannt. Wir werden jetzt Informationsoffizier genannt. Eine Rose duftet immer, egal wie man sie nennt. Darf ich fragen, worum es geht, Sir? Natürlich. Lieutenant Connors war mein Großvater. Ich möchte herausfinden, was mit ihm passiert ist. Da sehe ich keine Chance. Die Kopien der letzten Funksprüche sind hier enthalten. Die Jungs waren weit ab vom Kurs, irgendwo über dem südchinesischen Ozean. Man hat 48 Stunden gesucht, aber erfolglos. Es sind niemals Wrackteile gefunden worden. Ich möchte mich trotzdem vergewissern. Das sind die Windgeschwindigkeiten, Kompasspositionen und Gezeitentabellen. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass ich zurechtkomme. Sie können mich ja fragen. Ich bin qualifiziert in Meteorologie und Navigation. Muss schwer sein, Sie vom Weg abzubringen, oder? Ich lege meinen Kurs immer selbst fest, Sir. Würden Sie dort bitte unterschreiben? Normalerweise geben wir die Akten nicht außer Haus, aber... Ja, Chief? Ich habe Ihr Dossier gesehen. Und ich denke, wir schulden Ihnen etwas. Oh, vielen Dank. Ich werde Sie wie meinen Augapfel finden. Bitte tun Sie das, weil nämlich mein Arsch dran ist, wenn Sie die Akten verlieren. Na, wir wollen doch auf keinen Fall, dass diesem Prachtstück etwas zustößt. Danke sehr, Sir. Nein, ich danke Ihnen. Ich schulde Ihnen eine Einladung zum Essen. Seien Sie vorsichtig. Ich nehme das vielleicht wörtlich, Sir. Oh, Entschuldigung, Sir. Falls ich gerade ungelegen komme, könnte ich später wieder kommen. Nein, nein, kommen Sie rein, bitte. Dürfte ich erst mal Ihren vollständigen Namen erfahren? Ja, natürlich. Winifred Vanast, Sir. Aber meine Freunde nennen mich Billy. In diesem Fall bin ich Ihr Freund. Aber nur, wenn Sie mit dem Sir aufhören. Mein Name ist Zack. Sie erlauben, dass ich weitermache? Ja, lassen Sie sich nicht stören. Oh, Gott sei Dank ist Ihr Equipment mit meinem kompatibel. Aber ja, daran habe ich nie gezweifelt. Wie ich hörte, sind Sie schon die vierte Generation, die aus Annapolis hervorgegangen ist, Zack. Ja. Also wenig Probleme für eine große Karriere. Meinen Sie? Warum haben Sie quittiert? Eliteeinheit in Vietnam, zwei Verbündetenabzeichen. Hey, nicht wütend werden. Sie sollen auch ein toller Architekt sein, habe ich gehört. Ich habe mir vielleicht gesagt, dass es an der Zeit wäre, mal etwas aufzubauen, statt es immer nur zu vernichten. Winifred, bevorzugen Sie Tempura, Sukiyaki, Shiosaki oder Sushi? Sushi klingt toll, Zack. Dann kriegen Sie's. Ich gehe nur schnell duschen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Komm schon, Yuki, rein mit dir. Beeil dich, es ist wichtig. Wie geht es, Okasan? Beschäftigt, beschäftigt. Was gibt's heute Abend? Blond oder braun?
Mach, dass du rauskommst, Freundchen. Danke, Mr. Connors. Ach ja, sie ist übrigens blond, wenn es dir nichts ausmacht. Es wird sofort serviert. Großartig. Vielleicht doch nicht. Vielleicht sind sie doch nicht ins Wasser gestürzt. Wenn ich immer mit Stäbchen essen müsste, würde ich glatt verhungern. Sie machen das hervorragend. Immer nur das Obere bewegen, ganz einfach. Wie geht die Suche voran? Nicht übel. Ich habe die vermutliche Landezone eingeengt. Sie sind vielleicht doch auf Land runtergekommen. Großartig. Können Sie herausfinden, wo? Naja, nicht genau. Vergessen Sie nicht, wir arbeiten hier nur mit Vermutungen und mit Daten, die über 40 Jahre alt sind. Also, wie stehen unsere Chancen? Naja, trotzdem ganz gut. Aber ich kann Ihnen nur ein recht weites Suchgebiet nennen. Irgendwo an der Küste von Thailand. Ich finde das ganz toll von Ihnen. Keine Versprechungen. Keine Garantien, okay? Okay. Sie können doch nicht ernsthaft damit rechnen, Überreste Ihres Großvaters zu finden. Es ist einfach zu lange her. Wenn Sie so weitermachen, doch. Ich habe die Frachtbriefe der Catalina gecheckt. Es war ein Routineflug. Es war weder Gold noch sonst was an Bord. Ich weiß, das hatte ich auch nicht erwartet. Worauf sind Sie eigentlich aus? Da ist eine Lücke in der Vergangenheit. Mir fehlt ein wertvolles Stück Geschichte. Also laut unserer Aufzeichnungen drehte der Taifun landeinwärts auf die Küste zu, als der letzte Funkspruch empfangen wurde. Möchten Sie Thai lernen? Ja, warum nicht? Okay, versuchen Sie das. Chum chiu pam chau pam pau pam pam. Chum chiu chum pam pam chau pam pau pam pam. Pam chau cham chau. Ching chau. Pam pau. Pam chau. Pam pau. Pam chau. Pam pau. Pam pau. Große Schlange, Herr Mr. Zack. Wie nennen Sie die in Amerika? Ein verdammtes Mistvieh. Gute Nacht, Mr. Zack. Wird ein langer Weg morgen. Schlaf gut, Udom. Ein verdammtes Mistvieh. Hey, Udom. Möchtest du auch was lernen? Ja. Fischers Fritz fischt frische Fische. Fischers Fritz frischt, fischt, Fischers Fritz. Fischers Fritz fischt Fischers frische Fritz, Fische. Frische Fische, Fische fischt Fischers Fritz. Frische Fische fischt.
Denk dich dran, Udon. Ja. Sieh da drüben nach. Okay. Sieh dich mal noch ein bisschen um, Udon. Lieutenant David Schroeder, Navigator. Kommen Sie! Sehen Sie sich das an, Mr. Zack! Das ist ein glatter Schnitt. Mein Großvater. Nochmal, der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei seit mehr als 3 Tagen. Mr. Zack. Amerikaner, ja? Ja. Du reicher Amerikaner? Alle Amerikaner reich. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Geschäftsmann, hä? Gesellschaft mit beschissener Hose. Und wie heißt eure saubere Firma? Arschlöcher AG? Mr. Zack! Bei Go! Du willst kämpfen, was, Yankee? Warum hast du Schweinin umgebracht? Ich tue, was ich will. Und jetzt werde ich dich töten. Bettle, Yankee, ich töte dich dann vielleicht nicht. Du bist weniger wert als eine Made, du Dreckskerl. Thank you.
now, what? Okay, du bist jetzt in Sicherheit. Gab Kun Krab. Du sprichst Thailändisch? Nur ein paar Worte, die ich von Udom gelernt habe. Wer waren diese Kerle? Dreck. Es gibt hier viele Banditen wie die. Sie schmuggeln Drogen und Waffen aus Burma oder Laos. Udom. Sue! Sue! Komm bitte her! Sieh dir das an. Wir wissen, dass er für uns kämpfen wird. Hast du eine militärische Ausbildung? Etwas. In Ordnung. Aber zieh damit nicht auf uns. Ich werde versuchen, es mir zu merken. Wenn er will, dann stirbt er zuerst. Darfst du nicht sagen? Ich werde einen Arzt holen. Nein, es ist zu spät. Bring mich hinein. Lass mich nicht. Hier draußen sterben wir einen Hund. Chai! Chai! Thank you.
Wie lange willst du den Amerikaner bleiben lassen? Ich weiß gar nicht, ob er bleiben möchte. Wenn er es will, dann erweisen wir ihm unsere Gastfreundschaft. Du willst ihn, habe ich recht? Du bist ja verrückt. Ich kenne ihn doch nicht mal. Ich sehe, wie du ihn beobachtest. Er ist nicht wie andere Amerikaner. Er ist interessant. Ich glaube, es wäre besser, wenn du ihn nicht so oft sehen würdest. Und ich glaube, dass du mir nicht vorschreiben kannst, was ich tun soll. Es geht dich nämlich nicht das Geringste an. Du bist ein starker Mann, Amerikaner. Kannst du auch kämpfen? Ein bisschen. Und Chai, nenn mich bitte Zack. Erfüllt mit Steinen. Aber ich schlage hart. Sieh her. Oh, nicht schlecht. Jetzt bist du dran. Ich hol dir eine Bandage. Hast du Angst, dass du dir die Hand verletzt? Ist es das? Hör mal, ich habe keine Probleme mit dir, Chai. Können wir es dabei belassen? Aber ich bin der Champion hier. Okay, du bist der Champion. Akzeptiert. Du musst jetzt mit mir kämpfen. Und was soll das beweisen? Dass ich hier der Champion bin. Ja! Lassen wir es dabei. Wir erklären dich zum Sieger. Finde? Entschuldigung. Swear. Wissen Sie, wo ich Swear finden kann? Swear? Oh, ein Tankproblem.
entschuldige. Nein, es war nichts. Ich bin nur etwas schreckhaft, das ist alles. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich möchte nur mit dir reden. Wir haben bisher nicht die Zeit gefunden. Ja, so ist es. Es tut mir leid, was bei euch passiert ist. Und diese Frau, die... Sie war meine Mutter. Aber ich muss damit leben. Das Sterben gehört dazu, nicht wahr? Und trauern kann ich nur in meinem Herzen. Du sprichst meine Sprache sehr gut, Zwei. Meine Mutter hatte mich auf eine gute Schule in Bangkok geschickt. Mein Name ist Sue, nicht Suai. Auf Thailändisch bedeutet Suai, bringt mir Unglück. Aber Sue bedeutet hübsches Mädchen. Also, du wirst deinem Namen gerecht, Sue. Aber wie bist du ein Buschkrieger geworden? Buschkrieger? Ah, Soldat! Ich kam nach Hause und war Lehrerin, aber wir hatten keinen Frieden. Ich wollte nicht nur da sitzen und zusehen, wie sie alles zerstören. Aber kann denn die Armee nicht die Dörfer schützen? Sie versuchen es. Wir haben eine gute Armee, aber... Wir haben einfach eine zu lange Grenze. Und der größte Teil davon ist im dichten Dschungel. Wir haben in unserer Armee nicht genug Männer. Also hast du die Dorfbewohner organisiert, damit sie sich selbst schützen, ja? Ich versuche es. Alle friedfertigen Menschen tun, was sie können, aber... Im Dschungel wimmelt es von Drogenschmugglern und Waffenschiebern und bösen jungen Männern, die zu Mördern werden. Aber was ist mit dir? Warum bist du in den Dschungel gekommen? Ich habe nach dem Flugzeug meines Großvaters gesucht. Es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hier abgestürzt. Ah, das war das Flugzeug, bei dem wir dich gefunden haben. Ja. Und ich will dorthin zurück. Ich muss die Überreste meines Großvaters begraben und meinen Freund Udam. Ich werde dich hinbringen. Ruhe in Frieden, Großvater. Wird deine Regierung sie nach Hause holen? Tja, das hängt wohl von den Verwandten ab. Ich nehme an, du wirst uns jetzt verlassen. Bald. Ich versuche nur noch etwas ganz Bestimmtes zu finden. Sagst du mir was? Mit diesem Flugzeug ist mein Großvater von Japan zu den Philippinen geflogen. Er geriet in einen Taifun und kam meilenweit vom Kurs ab. Er ist dann wohl in Richtung Thailand geflogen, in der Hoffnung, sich herunterzukommen. Kurz nach der Kapitulation war Großvater in Japan. Er stahl ein... Nun, ich glaube, er hätte es wohl ein Souvenir genannt. Ein japanisches Schwert. Er beschrieb es in seinem letzten Brief. Nach dieser Beschreibung ist es das Schwert Kananote, die Hand der Göttin der Barmherzigkeit. Hast du diesen weiten Weg gemacht, um ein Schwert zu finden? Ein besonderes Schwert. Ein Schwert, das aus der Werkstatt eines bedeutenden Meisters kam, Nugamitsu. Er schuf es für Odo Nobunaga und später trug es Tokugawa Ieyasu. Sie waren zwei der größten Krieger Japans. Seit dem 16. Jahrhundert ist das Schwert japanischer Nationalschatz. Du sprichst, als wäre dieses Schwert ein Gott. Für mich bedeutet es sehr viel. Da mein Großvater das Schwert in Japan gestohlen hat, halte ich es für mein Gidi, es zurückzubringen. Gidi? Das gibt es nur im Japanischen. Es... In der westlichen Welt gibt es kein Wort dafür. Es heißt... Ehre oder Tod oder auch Pflicht. Aber für einen Japaner bedeutet es all diese Dinge gemeinsam und mehr. Aber warum sollte es dir dann so viel bedeuten? Ich meine, du bist Amerikaner. Mein Leben lang habe ich Bushido studiert, den Weg des Kriegers. Also ignoriere ich mein Gidi nicht. Wanchai!
Weißt du, ich habe Geschichten gehört von den alten Leuten hier. Die sagen, dass es einen japanischen Sergeant gab. Kimura haben sie ihn genannt. Er hat viele, viele Jahre hier im Dschungel gelebt. Und manchmal hat er die Dörfer überfallen, um Essen zu bekommen. Es könnte sein, ich meine, vielleicht ist er noch da. Inzwischen müsste er natürlich sehr alt sein. Aber das ist ja unglaublich. Falls er sich wirklich irgendwo versteckt hält, dann könnte er das Schwert haben. Ich denke, wir fragen Jerry. Das ist ein Mann, der immer furchtbar viel flucht. Zum Beispiel sagt er Dreckscheiß? Scheißdreck. Wer ist der Kerl? Er ist auch Amerikaner. War in Vietnam. Ein Deserteur. Ein gefährlicher Mann. Er kommt manchmal zu uns, wenn er was zu essen will. Scheint ja ein entzückender Typ zu sein. Ich weiß gar nicht genau, wie man Jerry beschreiben soll. Er selbst sagt zu sich gerne Dreckstück. Zack. Danke, Chai, das habe ich gebraucht. Ich habe auch gebraucht, was du mir gegeben hast. Du verdammter, dreckiger Schrotthaufen! Ist schon okay, das ist nur Jerry. Du willst was von mir? Ich will was. Steh nicht auf Jungs. Sieht aus, als hättest du bei einem Gesundheitsprogramm mitgemacht. Bei welcher Einheit warst du? 82. Buen Hua und Hua Duk. Ich habe 2 Touren gemacht, dann bin ich ab über die Berge. Warum? Die Jungs wollten mich mit einem verwundeten Abzeichen nach Hause schicken. Sie meinten, ein Auge wäre zu wenig für Vietnam. Für viele Männer waren sogar 2 Augen zu wenig. Wie hat's dich erwischt? Oh, ein kleines Mädchen, ungefähr 12. Ich bin niedergekniet, um ihr Schokolade zu geben. Sie hatte ein Bajonett hinter ihrem Rücken. Was soll's? Ein zweites Mal wird sie nicht auf so eine Idee kommen, verstehst du? Alles, was du über Jerry gesagt hast, war richtig. Er weiß alles, auch dass du dich selber Dreckstück nennst. Ich sag dir mal, nicht mal im Dschungel kannst du Geheimnisse bewahren. Was weißt du über einen japanischen Sergeanten? Naja, ich habe vor ein paar Jahren für eine deutsche Ölfirma gearbeitet. Wir haben seine Höhle gefunden. Einer von uns ist rein. Er ist nicht mehr lebend rausgekommen. Kimura war also da? Das haben wir nicht rausgefunden. Unser Mann war auf eine Bambusfalle gespießt. Aus dem kam mehr Bambus raus als aus einem chinesischen Sonnenschirm. Wir haben uns die Leiche geschnappt und sind abgehauen. Würdest du den Weg zur Höhle zurückfinden? Warum sollte ich? Weil ich dich bezahle. Wie viel willst du? Wie wär's mit einer Kiste Mekong? Einverstanden. Zack Connors. Hi. So erkennst du ja. Nicht so gut, wie ich gern würde. Aber so gut, wie es für immer bleiben wird. Wir haben morgen einen ziemlich weiten Weg vor uns. Wir sollten früh schlafen gehen. Das Zeug wird dein Gehirn rausbrennen. Kein Problem. Da ist nicht mehr viel rauszubrennen. Was ist so Besonderes an der Höhle? Was glaubt ihr denn da zu finden? Das geht mich nichts an. Ich kann verstehen, dass Großvater das Schwert genommen hat. Es war sowas wie eine Kriegsbeute. Wie hast du nur das Flugzeug gefunden? Es müssen doch viele danach gesucht haben, nachdem es vermisst worden war. Tja, aber damals gab es noch keine Computer. Also dann... Dann bist du auch noch ein Computerexperte. Na ja, ich hatte etwas Hilfe von einem Freund. Was? Ach, nichts. Wie weit noch? Siehst du den steilen Felsen da vorne? Von da aus nehmen wir mein Schiff. Kostet dich eine Extrakiste. Jerry, hast du nicht gesagt, heute ist dein Schiff? Na, was hast du denn erwartet? Die verdammte Queen Mary?
Was ist, wenn das Schwert nicht in der Höhle ist? Dann werde ich eben weitersuchen. Wenn jemand es gefunden hat, hat er es bestimmt nicht weggeworfen. Nicht ein so wundervolles Schwert. Ist das Schwert wirklich so wichtig für die Menschen in Japan? Sie bieten 2 Millionen Dollar, damit sie es zurückbekommen. 2 Millionen Dollar? Harakiri. Du meinst, er hat sich den Bauch aufgeschlitzt? Diese Typen sind echt krank. Es gehört sehr viel Mut dazu, Harakiri zu begehen. Ganz besonders ohne Kaishaku. Kaishaku? Der Mann, der dir zur Seite steht. Er schlägt den Kopf ab, um dem sterbenden Krieger unnötige Leiden zu ersparen. Eine tolle Kur für Bauchschmerzen. Stell dir vor, 40 Jahre in dieser Höhle zu leben. Armer Kerl. Zack? Kannst du das lesen? Das ist von Kimura. Auf dem Zettel steht, es ist Dezember 1987. Ich weiß nicht, was für ein Tag heute ist. Ich bin schwach vom Dschungelfieber. Ich will aber den Tod eines Kriegers sterben. Hey, du kannst diesen Japsenquatsch lesen? Hör dir das an. Kimura schreibt an seine Frau. Es ist meine große Schande, dass ich einen Amerikaner nach dem Kriegsende getötet habe.
Ich hatte von der Rede unseres Kaisers gehört. Aber ich glaubte, alles wäre eine Lüge. Ich konnte die Kapitulation nicht akzeptieren. Mein selbstgewählter Tod soll nun Buße sein für mein Verbrechen. Und meine Entschuldigung an den Sohn des Himmels. Mann, was für ein geschwollenes Geschwätz. Zack! Es ist wirklich wundervoll. Her mit dem Schwert, Zack. Was soll denn dieser Blödsinn? Denkst du wirklich, du kannst das Schwert auf dem Flohmarkt verhökern? Vergiss es. Komm, leg's schon hin. Und werft eure Waffen weg, macht schon. Wird's bald? Ich würde nichts versuchen, Zack. Bewegt euch! Bewegt euch vorwärts! Weiter mit euch! Zack, eine ziemliche Schweinerei von mir, hä? Huh? Du bleibst hier. Ich bin okay, Sway, warte da!
Jerry hat wohl eine von Kimuras Überraschungen ausgelöst. Die halbe Höhle ist weg. Es tut mir sehr leid, Swear. Chai war ein guter Mann. Ich hätte wissen müssen, dass man Jerry nicht trauen darf. Komm, wir müssen einen anderen Weg herausfinden. Die Felswand ist jedenfalls zu steil. Versuchen wir es hier. Vielleicht kommen wir dadurch. Ist nicht besonders tief. Hier, halt mal. Okay. Geh zur Seite. Wir werden. Zur Kunst des Überlebens gehört immer daran zu glauben. Ich wette, Kimura hat sich irgendein Schlupfloch offen gelassen. Hier, halt das. Ich finde einen Weg. Ganz ruhig, nur nicht aufregen. Beeil dich, ich hasse Blutegel. Dreh dich um. Da ist noch einer. Nächste Station Phuket und der japanische Konsul. Chai liegt in dieser Höhle. Er ist tot. Und alles, was du im Kopf hast, ist dieses dämliche Schwert. Ist das alles, woran du denkst? Was bist du für ein Mensch, Zach Connors? Ich habe mein Leben riskiert, habe mein Dorf in Gefahr gebracht. Mein Freund hat dir geholfen. Er ist tot. Alles wegen diesem Schwert. Und dich interessiert das alles überhaupt nicht. Nur du selbst. Wie kann man nur so sein? Du interessierst dich doch nur für das Geld, für die 2 Millionen Dollar. Nein, ich will das Geld nicht zu. Nimm du es. Es gehört dir. Ich wollte nie etwas von dir. Ich habe dich nie gebeten, mir zu helfen. Aber du hast es getan. Und dafür danke ich dir. Also sag das bitte niemals wieder.
Schicksal. Willkommen in Phuket. Wir hätten gern ein Zimmer für ein paar Nächte. Wie viel? Ein paar. Zwei, drei. Gohong Saksumsa. Kunka. Ka. Konassa. Ich habe mit seiner Exzellenz, dem Botschafter, gesprochen. Er hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass wir stolz darauf sein werden, Kananote im Namen des japanischen Volkes entgegenzunehmen. Wäre Ihnen 10 Uhr morgen recht? Wunderbar, Mr. Collins. Abhängig vom Echtheitsnachweis werden wir Ihnen die Belohnung mit einem bankbeglaubigten Scheck bezahlen. Und zwar in Höhe von 2 Millionen Dollar. Ich freue mich auf unser Treffen. Ganz meinerseits. Seine Exzellenz hat mich außerdem gebeten, Ihnen zu danken bezüglich der Information betreffend Sergeant Kimura. Wir werden seine Familie unverzüglich unterrichten. Und vergessen Sie nicht zu sagen, dass er ein tapferer Soldat war. Das werde ich. Auf Wiedersehen, Mr. Connors. Sayonara, Tenko-san. Telefon, Yamaguchi-san! Ich verstehe nicht, warum Japan ein nationales Heiligtum von einem Ausländer zurückkaufen sollte. Ich verstehe es auch nicht. Aber der Botschafter hat sein Wort gegeben, er wird es halten. Auf der anderen Seite wird es große Ehre für unsere Familie bringen, wenn wir es sein sollten, die dieses Schwert unserem Land zurückgeben. Und wir würden die Belohnung sparen. Manchmal, Shoda-san, frage ich mich, ob es mir jemals gelingen wird, Ihnen zu zeigen, wie man ein gutes Geschäft macht. Seit wann ist es etwas Unehrenhaftes, eine Belohnung zu akzeptieren? Wir werden diese Belohnung akzeptieren. Ich war schon nicht mehr in einem Restaurant seit, ich glaube, 2 Jahren. Ohne dich hätte ich mir einen Hamburger kommen lassen. Gefällt dir das Kleid? Ja, es ist wundervoll. Ich danke dir tausendmal, wirklich. Für alles, Zack. Es ist eine wunderschöne Nacht. Es ist eine vollkommene Nacht. Zack? Hey!
Zack, was ist los? Du brauchst kein Licht mehr. Er hat einen Bus genommen. Aber wer war das? Warum hat er versucht, dich zu töten? Das war ein Ninja, ein ausgebildeter Killer. Du Idiot! Entschuldigung. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Der Amerikaner wird das Schwert heute Vormittag zum Konsulat bringen. Ich weiß, Herr Yamaguchi, aber ich habe Arrangements getroffen. Wenn du noch einmal versagst, streue ich deine Asche auf einen Dunghaufen. Hast du das kapiert? Antworte! Ja. Ein Problem mit der Polizei? Nein, bisher nicht. Warte, ich mach dir einen Drink. Möchtest du etwas Eis? Nein, Wasser nicht, wahr? So. Jetzt wirst du dich besser fühlen. Ich kann nicht, Zack. Zwing mich bitte nicht, es zu erklären. Ist schon okay. Ich verstehe, dass du Probleme damit hast. Du musst dich erst an all das gewöhnen. Du hast einfach zu viele furchtbare Dinge erlebt, Zwei. Ja, Ich fühle eine so furchtbare Leere, Zack. Du darfst aber nicht aufgeben, Zoe. Du musst dieses Gefühl verdrängen. Wenn du es nicht schaffst, wirst du niemals glücklich werden. Sway, was würdest du davon halten, mit mir in die Staaten zu kommen? Oh, Zack. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ja, ich weiß. Du hast an dein Dorf und an deine Familie zu denken. Du musst mir ja nicht sofort eine Antwort geben. Das heißt nicht, dass ich nicht möchte. Ich weiß, Sway. Runter!
Schwert bei sich, holt es! Los, raus mit dir! Sam, alles okay? Beweg dich! Fort weg! Holen Sie das Schwert. Hey, hey, komm schon, Kleines! Süße Träume! Komm schon, wir haben das Mädchen, weg hier! Verdammt nochmal, beeil dich! Mr. Connors? Mein Name ist Tenko vom japanischen Konsulat. Zack Connors. Ich war ein wenig verwundert, dass Sie unsere Verabredung versäumt haben. Darum bin ich hierher gekommen. Tut mir leid, es ist was dazwischen gekommen. Ich erzähle es Ihnen, während ich mich umziehe. Beweg dich, du Schlampe! Mein Fräulein, Sie werden mich jetzt fragen, warum Sie hier sind, habe ich recht? Nein, ich unterhalte mich nicht mit Dieben und Mördern. Sie sind eine Schande für Japan. Das ist bestimmt Connors. Sagen Sie ihm, dass er mir das Schwert geben soll, wenn er will, dass Sie am Leben bleiben. Bitte, wer spricht da? Zack Connors. Oh, Mr. Connors. Ich habe eine entzückende Lady hier. Ich möchte Sie, glaube ich, sehr gerne sprechen. Komm her.
Mach schon! Na los, rede mit ihm. Zack, sag ihm, er kann zur Hölle gehen! Wenn ihr Sve irgendetwas antut, seid ihr tot, ihr Drecksäcke. Sie sollten aufhören, mich auf diese Weise zu beleidigen. Mr. Connors, Sie haben etwas, das ich haben will. Machen wir einen Handel. Und wie stellen Sie sich das vor? Sie bringen keine Note in mein Haus und können es dann mit dem Mädchen verlassen. Nein, Zack! Das klingt aber ein bisschen einseitig. Woher weiß ich, dass Sie uns nicht beide töten? Ich bin ein Ehrenmann, Mr. Connors. Sie haben mein Wort. Ein weiser Krieger weiß viele Wege, um die Wachsamkeit seines Gegners abzulenken. Oh, Sie sind ein Schüler von Tsunotomo. Mr. Connors, dann werden Sie ja wohl auch wissen, dass Sie keine Wahl haben. Bringen Sie das Schwert in mein Haus. Oder das Mädchen wird sterben, und zwar sehr langsam. Geh in die Pagode. Sind alle Männer auf ihrem Posten? Ja, Yamaguchi-san. Connors hat einen Fehler gemacht, als er mir sagte, er hat die Philosophie des Tsunotomo studiert. Er wird also nicht durch die Vordertür kommen. Aber er hat ihren Bedingungen zugestimmt. Er wird wohl kaum auf die Idee kommen, mir zu vertrauen. Nein. Dafür wird sie später bezahlen. Es ist mein Problem, Tenko-san. Ich werde das erledigen. Nein, Mr. Connors, wie ich Ihnen schon sagte, werde ich Yamaguchi aufsuchen. Ich werde ihn dazu bringen, vernünftig zu sein. Sie verschwenden bloß Ihre Zeit. Leute wie der wissen nicht einmal, was Vernunft ist. Ich bin meiner Regierung gegenüber verantwortlich. Ich will diese Sache friedlich lösen. Tenko-san, das ist meine Verpflichtung. Mein Gedi. Noch nichts. Der Amerikaner ist in der Nähe. Ich weiß es genau. Ich kann ihn spüren. Hoffe bloß nicht, dass der Amerikaner dir hilft. Ihr werdet bald beide tot sein. Du bist zuerst in der Hölle. Du elendes Schwein! Ah.
Sie mir... Bitte. Das ist Wahnsinn, Yamaguchi. Lassen Sie die Frau gehen. Ja, ja, das geht in Ordnung. Erst ein Gläschen, das verbessert die Stimmung und dann reden wir darüber, nicht? Ich habe Connors mein Wort gegeben. Bitte, Yamaguchi-san. Sie müssen an die Ehre unseres Landes denken. Was soll das Gequatsche? Sie reden wie ein Waschweib. Warum sollte Japan für das Schwert bezahlen? Weil Mr. Connors große Gefahren auf sich genommen hat, um dieses Schwert zurückzugeben. Verstehen Sie das? Yamaguchi-san, es reicht! Im Namen der japanischen Regierung befehle ich Ihnen aufzuhören! Sue? Zack! Wirst du bewacht? Ja! Er hat einen Revolver! Connors! Warum geben Sie nicht auf? Geben Sie uns das Schwert und Sie können mit dem Mädchen gehen, wohin Sie wollen! Idioten! Zack!
Jetzt töte ich dich! Geh zur Hölle! Ich kann das nicht zulassen, Yamaguchi. Geben Sie mir die Waffe. Fahr zur Hölle, du Hund! Mr. Connors, ich werde aufhören zu schießen. Sie haben gut gekämpft. Kämpfen wir Mann gegen Mann, ehrenvoll. Zack, vertrau ihm nicht. Fürchten Sie den Tod eines Kriegers? Freund. Jetzt bist du fertig. Nein!
Schwester Connors. Tenko-san. Es tut mir leid. Ich konnte Yamaguchi nicht aufhalten. Bitte bringen Sie Kananote zum Konsulat. Ihr Gidi ist vollendet. Japan wird erfahren, dass sie tapfer gestorben sind. Wie ein wahrer Samurai. Standing by your